Moin moin, herzlich willkommen zum Let's Play von 4. Ich will auch gar nicht großartig lange labern hier und wir fangen gleich mal eine neue Kampagne an. Passt das schon. Tötet sie. Tötet sie alle. Vier. Ich glaube, die Wachleute sind aber alle Brüder, so wie die aussehen. Vielleicht ist das ein Familienbetrieb gewesen. Mittag. Ja. So viel zum Thema Mittag. Guten Hunger. Telefon. Ja? Ich wecke Sie nur ungern, Senator, aber es geht um Origin. Was ist passiert? Es gab einen Aufstand. Vettel hat jetzt den Befehl über die Prototypen. Mein Gott. Wir können das immer noch diskret klären, aber wir müssen schnell sein. Oh, na gut, na gut. Lassen Sie mich telefonieren. Dieser Irre heißt Paxton Vettel. Er ist der Schlüssel. Wenn wir ihn haben, ist alles klar. Der Kerl hat echt Kohldampf. Ich glaube, er hat einen Plan. Das ist keine reine Nahrungsaufnahme. Der tut das nicht zum Spaß. Was sonst? Kampffressen? Was steckt dahinter? Ich kenne nur Kampfsaugen. Eigentum der Armacom Technology Corporation. Die entwickeln dafür das Militär eine Armee von Klonen, die einem übersinnlich begabten Kommandanten gehorchen. Natürlich streng geheim. Vettel ist einer der Kommandanten. Sie nehme ich ja wohl auf den Arm. Kein Wunder, dass uns keiner ernst nimmt. Militärische Klone? Ein ganzes Bataillon. Bestens ausgebildet und schwer bewaffnet. Ein Bataillon? Was sollen wir denn gegen 1000 Supersoldaten ausrichten? Wie schon gesagt, wir erledigen Vettel und das war's dann. Der Sinn des Programms ist, Kommandanten direkte Informationen über das Schlachtfeld zu geben, ohne sie dabei selbst in Gefahr zu bringen. Das bedeutet, wir müssten den Dreckskerl in die Ecke drängen können, ohne durch Soldaten zu warten. Wie finden wir ihn? Armacom hat ihm einen Sender in den Kopf gepflanzt. Der führt uns direkt zu ihm. Das ist ja sowas von praktisch. Angenommen, alles funktioniert, wie es soll. Was ist mit Ihnen? Sind Sie einsatzbereit? Na, Logo. Sie schicken ihn in den Einsatz? Ey. Sind Sie verrückt? Er ist erst vor einer Woche hergekommen. Sie haben seine Trainingswerte gesehen. Seine Reflexe sind extrem gut. Ich wollte gerade sagen. Der kommt zurecht. Oh wie ja. Immer, Mann. Sie sind der Boss. Absolut richtig.
werden sie alle fertig machen. Dann mal los. Was ist Ihre erste Erinnerung? Nein! Wo bringen Sie ihn hin? Du wirst Gott unter Menschen sein. Bin ich auch, danke. Ich wusste schon immer, dass ich besonders bin. Oh, geht weiter. Wir haben Vettel in einem leerstehenden Gebäude davon entdeckt. Der Satellit zeigt keine Feindaktivität, aber lieber kein Risiko eingehen. Jankowski in Position? Sagen Sie Bescheid. Also dann, ausrücken. So, dann wollen wir mal die Gegner Vettel absuchen. Aussteigen. Ja, er tippt da fleißig auf seinem Computer rum. Ist bestimmt bei Facebook online. Feuer gemacht. Ach, scheiß Ratte. Hab ich dich gekriegt? Das ist mein Taschenlampe gleich auf. Ja. Könnte mal renoviert werden. Hey Mann, wieso dauert das so lang? Suchen Sie einen Weg drumherum. Oh, scheiße Ratten hier, ey. Erschrecken einen immer so. Nicht weiter. Was war das? Ja, okay. Bisschen gruselig. Warum bringen Sie mich hierher? Wer war denn da gerade? Gott, peinlich, ey. Zwei Schüsse, um so einen Schuss zu treffen. Moment mal. Ja, sieh zu. Na los. Fertig? Los! Jupp. Was denn jetzt? Ey, wo ist mein Kollege hin? Du wurdest hier geboren. Genau hier. Ich war dabei. Jin, wir brauchen Sie hier. Bin unterwegs. Wo kommst du denn jetzt schon wieder? Offenbar kommen wir zu spät, Boss. Was war das gerade? Ich warte hier auf Yin. Sehen Sie sich um. Ja, klasse. Er ist über mich mecker. Da war doch jemand. Der Kollege ist auch ein toll. Er ist über mich meckern, ob ich das schaffe und jetzt darf ich die Drecksarbeit hier machen. Was war jetzt denn? Der Name des Toten war Charles Haberger. Ich erinnere mich an ihn. Aber sind es meine Erinnerungen oder ihre? Ist ja auch egal. Er hat den Tod verdient. Sie haben alle den Tod verdient. Was ist da los? Ich habe Vettels Signal verloren. Tomcat, hier ist Redmond.
zurück zu unserem Team. Ja, komm mal schon, die Hubschrauber uns abzuholen. Hey, schon wieder da? Was gesehen? Seid ihr Jungs endlich fertig? Der Tag fängt gerade erst an. Geht schon weiter, Jungs. Ich hab hier noch eine Weile zu tun. Naja, willst ja nur allein sein mit dem. Los, ihr sollt pressen! Ich wollte vergessen. Ich wollte so sehr vergessen. Diese Männer sind ja, jetzt mal Hubschrauber. Bei diesem Einsatz bilden sie eine Verstärkung für unsere Einheit. Sie übernehmen die Vorhut. Ihre Aufgabe, die Art der Bedrohung analysieren. Unser Job, wir müssen sie am Leben halten. Der Feind wird nicht angegriffen. Vergesst nicht, wir haben es nicht mit normalen Gegnern zu tun. Team 1 rückt von Südwesten vor. Team 2 rückt von Norden vor. Ist die Aufklärung abgeschlossen, treffen wir uns und warten auf weitere Befehle. Okay, sattelt die Hühner. Hätte man die Ansage nicht auch im Hubschrauber machen können während des Fluges? Wertvolle Zeit verloren gegangen. Ah, da fliegen wir jetzt ja schon zum Hafen. Rock and roll. Nestmutter, hier ist Birdie. Wir sind am Boden. Verstanden. Zum ersten Missionsziel vorrücken. Da Sie die Vorhut sind, versuchen Sie doch mal das Tor zu öffnen. Ich würde ja einen meiner Jungs schicken, aber wir brauchen ja wohl einen Spezialisten. Geht das Thema schon wieder los? Dass ich jeden Scheiß machen muss. Mann. Hallo, jemand zu Hause? Oh, ich lasse das ganze Wasser aus, falls da welches drin ist. Oh. Ja, gut. Gut gemacht, dann mal wieder zurück. Ja, danke, danke. Dafür wurde ich speziell ausgebildet, um Schalter zu öffnen. Ach, Schalter zu öffnen. Schalter zu betätigen, um Türen zu öffnen. Was machen die denn jetzt da unten? Wurde doch gesagt, keine Gegner angreifen. Was ist da passiert? Die Kleine schon wieder. Klenkowskis Team.